Die Mascara des Grauens. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Schminki für dich und zwar durfte ich mir in dem Online-Shop von Purish ein paar Produkte aussuchen. Da habe ich mir ein bisschen was zusammengesucht und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie das Ganze entstanden ist, ist eigentlich ganz knuffig, denn der liebe Maxim Giacomo, ich verlinke dir auch hier oben mal seinen Kanal, ich erwähne ihn ja auch immer mal wieder in meinen Videos, weil ich den einfach so unfassbar cool finde, der schminkt sich so großartig, das ist ein so, ich weiß nicht, der kommt so liebevoll rüber und ich glaube dem einfach das, was er sagt und ich vertraue echt auf seine Meinung und auf jeden Fall hat er mich bei Instagram angeschrieben und als er mich angeschrieben hat, bin ich schon mal ausgerastet wie so ein Mega Groupie, ohne Scheiß. Ich bin durchs Büro gehüpft wie ein HB-Männchen, also unfassbar. Das war ein bisschen witzig. Und dann hat er mich halt angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, vielleicht mit Purish zusammenzuarbeiten. Und ja, gerne. Unfassbar. Mega geil. Und dann haben mich die von Purish angeschrieben und haben mir auch gesagt, ja, wir haben neue Paletten von Juvia's Place. Möchtest du die testen? Mega gerne. Das sind diese zwei Schätze. Ich hätte mir theoretisch ein ganzes Full-Face dort aussuchen können. Ich bin halt nicht so, dass ich sage so, ja, ne, jemand gibt einem den kleinen Finger und ich reiß die Hand ab oder so. Das mag ich halt nicht so gerne. Den Online-Shop von Purish, den habe ich auch schon öfters mal durchwühlt, durchstöbert. Die haben dann Nabla, die haben Juvia's Place, die haben Dominique Cosmetics, Ofra, Beauty Blender findet man alle dort. Und Purish sitzt auch in Berlin, deswegen, ne, das ist alles sehr, sehr unkompliziert. Und, oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich sehe noch sehr, sehr fahl aus. Jetzt fehlen noch Blush und Bronzer und Highlighter. Blush und Bronzer versuche ich tatsächlich aus diesen zwei hübschen Paletten zu nehmen. Ich habe noch nie Paletten von Juvia's Place gehabt und ich freue mich drauf, die zu testen. Da habe ich hier einmal die The Chocolates bei Juvia's. Richtig, richtig schön. Das sind so handliche Paletten. Gefällt mir unheimlich gut. Und da werde ich irgendwas als Bronzer verwenden wollen. Das wird jetzt tricky. Ich mache ganz vorsichtig den Ton. Ich kann es jetzt versauen. Na, was lässt sich verblenden? Vielleicht aber doch besser mit einem etwas anderen Pinsel. Nee, das geht. Man braucht halt nur ganz wenig Produkt. Ach so, in diesem Video gibt es übrigens auch noch eine Verlosung, weil bald ist ja Ostern. Das geht so ein bisschen ja aktuell ein bisschen unter. Ein bisschen. Den goldenen Hasen von iHeartRevolution möchte ich gerne verlosen. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir einfach unten in die Kommentare reinschreibst, welches Produkt, das du im Purish Online-Shop findest, dein Lieblingsprodukt ist. Allein, dass ich jetzt diesen Lidschatten als Bronzer verwenden kann, ne, dass er sich so ausblenden lässt, zeigt mir ja schon, dass ich das auf meinem Auge gleich auch richtig geil ausblenden kann. Boah. Ich finde, das sieht ganz schön gut aus. Es ist dezent. Aber es gefällt mir. Es ist halt leicht so ein bisschen aufgewärmt, ne? Und als Blush nehme ich aus der The Nudes bei Juvia's diesen peachigen Ton hier unten. Der gibt schöne Frische. Irgendwie gefällt mir das gerade voll. Weil das Praktische bei den Paletten von Juvia's Place ist, dass das einfach echt große Fältchen sind. Da kannst du super mit arbeiten und dann halt auch mit solchen Blushpinseln da einfach rein, ne? Voll geil. Als Highlighter nehme ich natürlich die Palette von Maxim Giacomo in Kooperation mit Luvia. Auch die gibt es selbstverständlich auf Purish zu kaufen. Prime Glow Kit. Tada! Mega krasse Highlighter, oder? Ein Pinsel haben wir direkt auch mit dabei. Und ich kombiniere gerne Shook und Can't Relate. Das sind die beiden Töne hier. Shook, Can't Relate, Shook. Abklopfen und eskalieren. Mega, oder? Oh, Spiegelglanz. Mega krass, oder? Ich finde es so schön. Deswegen darf auch die Nase glänzen. Und da darf glänzen. Und da. Und da. Und da. Ich bin sehr, sehr froh, dass Maxim einen solchen krassen Highlighter rausgebracht hat. Und ich bin sehr gespannt, welches Produkt er demnächst rausbringt. Denn er spricht in seinen Videos ja immer wieder davon, dass da was kommt. Ich glaube ja, dass der junge Mann irgendwas in Richtung Bronzer, Contouring rausbringt. Das wäre meine Idee. Dann gucken wir jetzt mal die Paletten etwas intensiver an. Sprich, wir swatchen sie jetzt erstmal. Zuerst schauen wir uns The Nudes an. Boah, das sind schon mal geile Töne. Der erste Ton ist so ein richtiger Duochrome.
Sachen. Also in der Palette hast du 3 Schimmertöne und 3 matte Töne. Das ist natürlich meins, ne? Boah, die lassen sich so schön swatchen. Wahnsinn. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Damit kann ich mir auch schöne, dezente Frühlingslooks vorstellen. Ein paar Krümel hier wegpusten, Claudia, was soll das denn? Und, oh, mega schön. Dann haben wir hier die etwas dunklere Variante, The Chocolates. Die ist richtig dunkel. Also da ist eher so Abendlook angesagt. Ja, und hier hast du dann 2 Schimmertöne und 4 matte Töne. Boah, die fühlen sich so schön in den Fändchen an. Boah, heftige Pigmentierung. Ja, damit kannst du richtig, richtig dunkel werden und so einen Schoko-Look schminken. Ich habe hier so ein Handtuch liegen, da mache ich dann immer die Finger sauber. Und diese, oh, die Schimmertöne fühlen sich natürlich super an und die matten Töne auch. Und das musst du auch erstmal hinkriegen. Und dieser Ton hier, der unterste Schimmerton, der hat eine ganz, ganz interessante Textur, weil das das fühlt sich auch noch so seidig an. Das, wenn man so auch über den, ne, mit dem Finger dann über die Hand geht, das ist wie Seide, als würde ich Seide streicheln. Also da habe ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr coole Töne drin. Ich werde einen Look schminken, wo ich beides kombiniere. Hammer. Die halten richtig gut. Da reibst du und reibst du. Aus der The Nudes Palette nehme ich diesen Ton hier oben als Setting-Ton. Wow. 2-mal reingestriffen. Wow. Richtig viel auf dem Pinsel. Aus der The Chocolates Palette nehme ich diesen Ton für meine Lidfalte. Diese Pigmentierung, damit muss man sich erstmal vertraut machen. Wow, finde ich mega geil. Lässt sich super schön einarbeiten und verblendet sich wie von selbst. Finde ich super schön. Also das ist so leicht, damit zu arbeiten. Jetzt, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Töne verwendet, aber das, was ich jetzt auf dem Auge habe, ließ sich so schön auftragen. Aus der Chocolates Palette nehme ich diesen Ton hier unten, um meine Lidfalte ganz, ganz vorsichtig zu vertiefen. Den habe ich ja eben auch schon als Bronzer verwendet. Gehe ich jetzt mit einem etwas fester gebundenen Blendepinsel rein, klopfe den ordentlich ab. Gebe ich den erst hier außen ins V. Blende den dann hier entlang meines Knochens aus. Ich verlinke dir natürlich auch alle Produkte unten in der Infobox. Blende das dann auch nochmal mit diesem sandfarbenen Ton von der Crease, die ich da reingegeben habe, ein bisschen nach außen hin, weil ich das gerade so schön finde. Wenn ich mir so ein dunkelbraun und dann geht das ins sandfarbene über, so einen Übergang mache. Hier ist der Ton nicht fleckig, das ist meine blaue Ader, die da durchkommt. Das ist einfach so... Schön. Wirklich schön. Den Ton, der eben mit dem Finger so geil war, aus der Chocolate Palette, werde ich mir jetzt nach außen hin aufgeben. Oh. Wow. Schöne Farbe. Krümmelt hier ein bisschen, aber ich meine, ist okay. Ich trage es mit dem Pinsel auf. Da ist es verständlich, dass ein bisschen was runterkrümelt. Diesen grünen Shift da drin finde ich so, so schön. Weil ich habe ja grünbraune Augen. Passt das so gut. Das ist voll meins. Fallout wischen wir selbstverständlich mit kurzer Hand einfach mal weg. Aus der The Nudes Palette möchte ich diesen Ton auf mein Zentrum geben. Und den werde ich gleich wahrscheinlich mit dem Topper toppen. Weil auf den Topper habe ich richtig Bock. Die Konsistenz von der Farbe ist ähnlich wie die grün-braune, die ich mir außen aufgegeben habe. Deswegen verbinden sich die Farben hier auch gerade sehr, sehr schön. Nicht nur optisch, sondern auch von der Textur her. Und in meinen Innenwinkel setze ich diesen goldenen Schimmerton. Holla, die Waldfee. Ja. In meinem Innenwinkel geht die Sonne auf, breitet sich aus, hat hier noch ihre Ausläufer. Ich finde, das passt gerade voll gut. Und jetzt möchte ich mir auf das Zentrum den Topper setzen. Da bin ich sehr gespannt. Auf diese Farbe. Wow. In the Nudes. Party darf starten. Da siehst du nicht so viel von. Da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft, muss ich gestehen. Ich versuche es jetzt mal mit dem Pinsel aufzunehmen. Und dann drüber zu tupfen. Da kommt Sparkle drauf. Aber nicht so viel, wie ich das gehofft hätte. Naja. Mit dem Ton, den ich eben als Bronzer genommen habe, werde ich hier nochmal kurz meine Lidfalte etwas intensivieren.
aber das nur ganz vorsichtig, um alles etwas mehr definierter zu machen. Ui, das gefällt mir. Krass. Und diesen sehr, sehr dunklen Ton werde ich mir außen an meinen unteren Wimpernkranz geben. Den kannst du auch schon fast als Eyeliner verwenden, wow. Und den gebe ich mir wirklich nur bis zur Pupille auf. Und blende nach oben hin auch ein bisschen mit ein. Ganz, ganz zart, weil der halt sehr stark pigmentiert ist, der Ton. Und auf die andere Seite meines unteren Wimpernkranzes gebe ich mir diesen dunklen Schimmerton. Und da mir das jetzt echt etwas dunkel geworden ist, nehme ich noch etwas von dem Gold, was ich auch schon im Innenwinkel habe, und gebe das so leicht mit rein. Ich liebe sie beide, die Paletten, muss ich wirklich sagen. In Kombi gefällt mir das sogar noch besser, als wenn ich sie jetzt einzeln getragen hätte. Ich habe ja so viele Töne, wie es nur ging, verwendet, damit ich auch irgendwie beiden Paletten gerecht werde. Und außerdem einen Ton, den ich auf mein Zentrum erst gegeben habe, also dem Ton hier unten, hat mich nicht so weit enttäuscht. Also das sind... Oh, die haben sich so schön verarbeiten lassen. Das ging jetzt einfach super schnell und einfach und das hat mir gut gefallen. Von Melody Lashes habe ich einen Eyeliner hier mit im Paket, und zwar den Magic Liner. Der soll magnetisch sein. Die innovative Formel von Melody Lashes enthält ultrafeine Magnetpartikel und überzeugt mit ihrer superleichten Handhabung, ohne Verschmieren, Verblassen oder Bröckeln. Da bin ich gespannt. Schaut so aus. Und ich traue mich tatsächlich jetzt an ein Pinselchen. Das geht wirklich super leicht. Man muss den Atem anhalten, aber es geht. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hätte ich nicht erwartet, dass ich als Flüssig-Eyeliner-Noob das hinkriege. Es ist nicht perfekt geworden, aber es ist irgendwie schon ziemlich ausdrucksstark geworden. Und man könnte wahrscheinlich mit ein bisschen Übung das noch schöner hinkriegen, als ich das jetzt hingekriegt habe. Aber es hat was. Wird auf jeden Fall weiterverwendet. Cool. Als nächstes habe ich mir dieses mega geile pinke Set von Beauty Blender ausgesucht. Da ist ein Set in Refresh Spray drin, was wir gleich auch verwenden werden. Ein Beauty Blender und ein Powder Puff. Der fühlt sich an, als wäre da Gel drin. Ich glaube, da ist auch so ein Gel-Sponge drin. Und hinten kannst du deinen Finger reinpacken. Cool, oder? Ja, das wird demnächst mal für loses Puder verwendet. Weil loses Puder trage ich ja auch gerne auf. Der fühlt sich super weich an. Schön. Dann natürlich ein kleiner Beauty Blender, der erst gewaschen werden muss, weil er in der Verpackung war und etwas eingedutscht wurde. Und hier haben wir das Redew. Da bin ich gespannt. Dewy finde ich toll. Ich mag Dewy Finishes. Deswegen einmal schütteln. Und dann haben wir hier einen Sprayer. Wir gucken mal, wie das so sprüht. Wow. Super fein und es riecht mega angenehm. Oh. Hammer. Das kommt so fein raus. Du merkst es kaum auf der Haut. Boah. Ha. Geil. Und jetzt durften sich alle Texturen auf meinem Gesicht miteinander verbinden und schau dir diesen Glow an. Von Ofra habe ich diese mega geile Mascara mitgeliefert bekommen. HD Mascara heißt die nämlich. Und dann gucken wir mal, wie HD-mäßig die so drauf ist. Die sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig edel aus. Es ist so mattschwarz. Hier oben ist es so chrommäßig und dann steht hier Ofra. Oh, ich mag ja auch sehr, sehr gerne den Ofra Highlighter, den ich habe. Dann haben wir ein richtig schönes Gummibürstchen, wo du, wenn du es jetzt so siehst, unten etwas längere Noppen hast und oben etwas kürzere. Mach mich glücklich, Baby. Hat ungefähr keinen Geruch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich muss da nochmal durchkämmen, weil diese Mascara ist wie Gummi auf meinen Wimpern. Und irgendwie klebt sie alles zusammen und zerstört gerade so ein bisschen den Komplettlook. Oh, was ist denn da los? Seht ihr das? Au, meine Wimpern kleben zusammen. Au.
Ich weiß jetzt, wie ich die Mascara auch hier vom Auge runterkriege. Ich nehme so einen Spoolie einfach, mache mir da hier so ein bisschen Make-up-Entferner drauf, so einen schaumigen, und dann bürste ich durch meine Wimpern durch. Dann kann ich das rauskriegen. Aber so geht das ja gar nicht klar, Leute. Das ist echt die schlimmste Mascara, die ich je in meinem Leben hatte, muss ich gestehen. Die Mascara des Grauens. Aber so kriege ich sie wenigstens runter, ohne mich komplett abzuschminken. Dauert, aber es geht. Also, wenn du auch mal so einen Mascara-Fail hast, kann ich dir auf jeden Fall diesen Hack sehr empfehlen. Spoolie und Make-up-Entferner, Leute. Ich habe keine einzige Wimper verloren. Auch das sollte man an dieser Stelle mal anmerken. Mit einer vernünftigen Mascara sieht der Look dann so aus. Und das gefällt mir irre gut. Ich finde es wirklich schön. Ich fühle mich hübsch, ich fühle mich wohl. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Und bei den Lippen bekommt Ofra nun seine zweite Chance. Denn ich habe hier zwei Lippenprodukte. Da haben wir einmal hier den Flexi Slick. Die Farbe ist Buzz. Wer kennt noch das Spiel? Ich fand es damals großartig. Was ist mal hier so drauf? Wow! Das ist eine schöne Farbe. Ja. Der hat schöne Schimmerpigmente drin. Riecht mega angenehm. Und dann habe ich hier einen Lipgloss. Das ist dieser hier. Das ist die Farbe Natural. Und geswatcht sehen die beiden so aus. Ich habe irgendwie Lust eigentlich auf dieses Pink, aber ich weiß nicht, ob das Pink zum Look passt. Das Füßchen ist schön, schön dick und groß. Der passt jetzt nicht so ganz zum Look, ne? Eher weniger. Aber er fühlt sich richtig schön auf den Lippen an. Echt. Also, ich mag den, weil er sich so leicht anfühlt. Aber ich finde nicht, dass er zum Look passt. Ich mache den Lipgloss drauf. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt 5 Stunden später wieder hier vor der Kamera sitze. Denn leider hat meine Kamera den letzten Part nicht aufgenommen. Und zwar habe ich euch da einmal das komplette Make-up gezeigt, was ich jetzt ja auch noch auf dem Gesicht trage. Es sieht nach wie vor alles super schön, super glowy aus. Die Lidschatten sehen noch nice aus. Ist nichts irgendwie miteinander verrutscht oder wie auch immer verschwommen. Also da muss ich wirklich sagen, es hat gut gehalten. Ich habe einige Videos gedreht, ich habe auch, keine Ahnung, mit Sammy gespielt und so weiter, und trotzdem sitzt es alles noch wie eine Eins. Klar, den Lipgloss, den habe ich nachher noch, also jetzt gerade noch ein bisschen nachgetragen, aber ansonsten finde ich die Produkte richtig geil. Und ich wollte mich einfach mal bedanken. Ich wollte mich bei Maxim bedanken, dass er mich bei Purish überhaupt vorgeschlagen hat. Ich wollte mich bei Purish bedanken, dass ihr mich aufgenommen habt, dass ihr mir diese wundervollen Produkte zugeschickt habt. Ich finde die Lidschattenpaletten von Juvia's Place echt mal einen Blick wert. Und ich werde mir auch mal die bunten Paletten anschauen. Denn jetzt habe ich ja die Nude-Palette, ich habe die Chocolate-Palette und jetzt brauche ich definitiv noch eine bunte, um das Ganze so richtig beurteilen zu können. Und die werde ich mir jetzt selber holen. Ich habe tatsächlich auch von Purish einen Gutscheincode bekommen, den ich hier mal einblende. Und ich gehe da ganz stark von aus, dass ich ihn auch selber verwenden werde. Denn zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, habe ich den noch nicht bekommen. Das wollte mir die liebe Jenny nochmal schicken. Und dann werde ich ihn selber nämlich tatsächlich auch noch einlösen, um mir da halt eine bunte Juvia's Place Lidschattenpalette zu bestellen, unter anderem. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!